Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Review auf Starblight.de. Ja, und eigentlich hättet ihr den guten Kerl hier schon gestern sehen sollen. Da muss ich mich bei euch entschuldigen, denn durch halt eben Real Life und Gamescom etc. kam ich leider nicht früher dazu und hat sich so alles ein bisschen verschoben mit dem guten Kerl hier. Wie ihr seht, es handelt sich um Transformers Age of Extinction Deluxe Lockdown und... Ja, wie gesagt, hat sich alles ein bisschen verschoben und eigentlich war das schon viel früher geplant in der Review, etc. etc. Das ist halt alles ein bisschen doof gelaufen, aber dafür habe ich jetzt beschlossen, noch schnell heute eine Review nachzuschieben und so als Ersatz für die Freitags-Review, die gestern ausgefallen ist. Morgen, die Sonntags-Review, wird es wie geplant geben. Ich schätze mal so gegen 16, 17 Uhr wird die online gehen. Und da könnt ihr natürlich auch schon mal drauf gespannt sein. So, wir gucken uns Lockdown gleich an. Vorher, wie gewohnt, ein kleiner Blick auf die Verpackung, welche ich mir hier schon zurechtgelegt habe. Und Lockdown ist in Deutschland zurzeit noch nicht erhältlich. Ich habe den guten Kerl hier bei Actionfiguren24 bestellt. Den Link poste ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ja, wir sehen hier ein schickes Artwork von Lockdown. Das Transformers 4 Logo, das Transformers Logo oder Schriftzug, der Fahrzeugmodus von Lockdown, hier nochmal der Name, hier auf der Seite nochmal ein Artwork, Generations Deluxe Class Series M4 Number 8 und hier auf der Rückseite haben wir dann auch noch Wellenkollegen, Strafe und Autobot Drift und hier halt Fotos vom Robotermodus und vom Fahrzeugmodus. Übrigens wird er hier als Decepticon deklariert. Hier ist ein Decepticon-Logo, wobei er im Film selber fraktionslos ist, sozusagen. Das heißt, er ist kein Decepticon im Film. Aber nun gut, zur Vereinfachung für die jüngeren Fans und Sammler hat man sich dann wahrscheinlich gedacht, machen wir einfach das Decepticon-Logo drauf. Denn so wirklich Autobot ist er ja auch nicht. Hier ist noch ein kleiner Anekdotentext. Lockdown captures everything he tracks. Few of his targets have outmanoeuvred him, and even fewer have escaped his prisons. Now the merciless bounty hunter has set his sights on the Autobots. Wer den Film gesehen hat, weiß, für wen er das Ganze macht. Und beschreibt halt natürlich den Charakter ganz gut. Er ist halt ein Kopfgeldjäger und macht Jagd auf Autobots. Soweit, so gut. Wir kommen zur Figur, denn ihr wollt ja natürlich was davon sehen, was ich euch nicht verübeln kann. Und ja, das ist der Fahrzeugmodus. Er verwandelt sich in einen Lamborghini, dessen genaue Typenbezeichnung ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber irgendwie sehen Lamborghinis für mich eh alle gleich aus, von daher. Aber es sieht ziemlich cool aus. Er ist halt nicht so schwarz-metallig wie im Film, sondern halt eher so ein Anthrazitton. Es wirkt jetzt wahrscheinlich auf der Kamera so ein bisschen gräulich-braunlich. Aber in Natura wirkt das relativ gut. Wir haben hier auf der Seite das Decepticon-Logo, hier auf der Seite nicht. Wir haben transparent blaue Plastikscheiben, hier, hier und hier. Sieht soweit gut aus. Von unten sieht man ein paar Roboterteile. Wir sehen hier den Kopf, aber den kann man halt auch drehen. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Von so seitlich gesehen sieht man auch keine großen Roboterteile hier drin. Sieht man jetzt natürlich auch keinen... Fahrzeuginterieur, aber es sieht halt trotzdem akzeptabel aus. Sonst ist die Bemalung soweit ganz gut. Wir haben bemalte Rückleuchten. Wir haben hier Frontleuchten bemalte. Wir haben hier schwarze Details. Goldenes Lamborghini-Logo, welches halt einfach nur ein generisches Fassdreieck ist. Sonst soweit. Wie gesagt, hauptsächlich in diesem Ton. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ein anderer Review das auch schon mal angemerkt hat, aber wenn man hier in die Reifen reinguckt, sieht man die Bremsbeläge, diese Bremsscheibe, und die ist sogar bemalt. Das finde ich ein sehr schönes Detail. Hier sieht man leider nichts. Ist wie gesagt meiner Meinung nach ein sehr schönes Detail, was man halt auch nicht immer hat.
Man sieht hier richtig die Bremsscheiben und die Bremse selber. Und das finde ich wirklich genial. Also da großes Lob an Hasbro, dass so ein kleines Detail beachtet wird. Lockdown kommt mit ein bisschen Zubehör, nämlich hier seinem riesigen Blaster, seinem Gewehr, sage ich mal. Und die genaue Funktion zeige ich euch nachher noch im Robotermodus. Mit diesen beiden Stiften hier kann man aber den Blaster hier oben auf dem Fahrzeug befestigen und hat dann halt hier ja, so eine riesige Abschussvorrichtung auf dem Lamborghini drauf sitzen. Dann komme ich auch direkt zu meinem größten negativen Punkt, die Größe. Lockdown ist nämlich an sich ziemlich cool, wenn er etwas größer wäre, noch cooler. Als Vergleich habe ich hier jetzt Crosshairs und ihr seht, das ist schon ziemlich mager, muss ich so sagen. Also ich denke, Lockdown hätte ruhig etwas größer sein dürfen, um halt auch einfach in der Größenklasse mit den anderen Deluxe-Figuren gleich auf zu sein. Er ist auch weniger hoch, also er fühlt sich halt auch viel kleiner an. Das ist halt wirklich sehr schade. Also da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man da vielleicht ja, größentechnisch angepasst hätte. Es wurde jetzt auf der San Diego Comic-Con auch keine weitere Figur zu Transformers Age of Extinction, die jetzt kein Repaint ist, angekündigt. Das heißt, meine Hoffnungen auf einen Voyager-Mold sind wohl leider dahin. Finde ich sehr schade, denn ich denke, als Voyager-Mold hätte dieser Lamborghini definitiv noch was. Ich stelle mir das gerade halt irgendwie mit schwarzem Autolack vor und schön glänzend und also halt wirklich wie im Film. Und ich denke, ein Voyager Lamborghini hätte definitiv was Ansehnliches. Aber nun gut, ist halt relativ klein, wie gesagt. Das ist halt echt so mein einziger großer Kritikpunkt bisher. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die Verwandlung an und quatschen dann gleich im Robotermodus weiter. Wir fangen an, indem wir hier hinten diese Rückteile hier aus der Verankerung lösen und hier runterklappen. So, das kannst du von der Seite nochmal zu sehen. Dann lösen wir die Türen und haben hier die kompletten beiden Arme jetzt. Das hier um 90 Grad drehen. Was auffällt, ist, dass die Vorderarme relativ dünn sind. Das euch nochmal zu veranschaulichen. Das hier sind die kompletten Arme. Von oben sieht man das gar nicht so richtig, aber von der Seite sehen die Arme sehr, sehr dünn aus. Wenn man das halt mit diesem ziemlich dicken Oberarm vergleicht, wirkt das etwas kurios, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt schlimm oder so. Ist mir halt nur aufgefallen. Dann gehen wir weiter und lösen diese komplette Sektion und klappen die nach unten. Lösen dann hier diese. Das Kotflügel? Ne, ich glaube, Kotflügel ist hinten. Auf jeden Fall hier die beiden Teile von der Fahrzeugmotorhaube und klappen diese Sektion auch komplett raus. Dann das hier einmal um 180 Grad drehen. Und das Auto so ein bisschen zusammenfalten. Klappt soweit ganz gut. Wird stark reduziert, das Backpack. Durch diesen schnittigen Lamborghini ist das Ganze auch wirklich relativ flach. Was mir aufgefallen ist, ich denke, es hat jetzt nicht unbedingt eine Funktion, aber man kann halt hier das so runterklappen. Aber ich denke, es ist halt irgendwie darauf basierend, dass halt hier eben alle drei Einzelteile auf einer Stange befestigt sind und macht das Ganze halt auch irgendwo ein bisschen schnittiger. So, dann sind hier diese beiden Fahrzeugteile so ein bisschen beweglicher. Das heißt, die kann man hier nach hinten falten und hier drunter schieben. Dadurch hat man halt auch dann so ein bisschen einen filmähnlicheren Look. Dann ist hier ein kleiner Stift. Der wird hier in diese Sektion eingefügt. Wobei, das machen wir gleich erst. Denn hier ist noch ein weiterer ein Stift, der hier in den Schlitz reinkommt. Und im Prinzip falten wir den Roboter so zusammen. Wichtig ist halt, dass ihr diese Fahrzeugteile hier drunter habt,
denn sonst wirkt das Ganze so ein bisschen fehltransformiert und der wirkt dadurch noch breiter, als er eigentlich eh schon ist. Wir lösen hier die Beine, drehen die um 90 Grad und klappen die Füße aus. Und im Prinzip ist die Transformation in den Roboter auch damit abgeschlossen. Und ja, da wird direkt halt auch nochmal klar, dass er für seine Statur her viel zu klein ist. Also er wirkt halt wirklich schon so ein bisschen gedrungener. Ich denke, da hätte halt wirklich einiges dazu beigetragen, hätte man halt irgendwie, ja, ihn vergrößert, also zumindest die Beine länger gemacht, irgendwie sowas halt, ne? Also ich denke da so ein bisschen an die Lockdown-Varianten aus Animated und Hunt for the Decepticons. Das waren halt auch relativ gedrungene Fahrzeugmodi, die sich aber in einen ziemlich großen Roboter entfaltet haben. Ich erinnere mich an, wie gesagt, Animated Lockdown, der war schon wirklich fast so hoch wie eine Voyager-Figur. Und Voyager-Figur ist ein gutes Stichwort, denn der Hauptgegner von Lockdown im Film steht hier gerade neben ihm, es ist Optimus Prime, und wenn ihr das mal vergleicht, also irgendwas muss da geschehen, entweder ein Voyager Lockdown oder noch ein Deluxe Optimus, aber so ist das halt irgendwie echt voll für ein Poppes, wie ich finde. Das ist halt wirklich sehr, sehr schade. Also ich denke halt, Lockdown als Figur selber hat eine Menge Potenzial, was aber halt zu wenig genutzt wurde. Wie gesagt, also er hätte größer sein müssen. Aber bevor ich jetzt weiter in Mods-Orgien verfalle, zeige ich euch natürlich noch den Roboter-Modus. Wir haben hier den Kopf, welcher mir persönlich außerordentlich gut gefällt. Ich finde, vielleicht ein minimales bisschen mehr Farbe hätte gut getan. Wir haben hier blaues Lightpiping. Ich habe jetzt leider gerade keine Taschenlampe zur Hand. Ne, ich kann jetzt höchstens mit meinem Handy, ob ich da jetzt die Taschenlampen-App gefunden habe. Wir haben hier auf der Brust dieses geteilte Ferrari-Logo. Hier nochmal das Decepticon-Logo. Die Fahrzeugteile, die hier so ein bisschen rausgucken. Sonst haben wir halt hier fahrzeugteiltechnisch noch die Räder hier dran, die Räder hier und halt ja, das Backpack, welches ich angenehm unauffällig finde. Es ist gut zusammengefaltet, ragt zwar hier so ein bisschen hinüber hinaus, so jetzt habe ich es, aber gut, das geht noch. Nettes Detail sind hier oben die kleinen Raketen, die er auch halt im Film benutzt. Wenn der Fokus jetzt mitspielt, zeige ich euch das mal. Aber ich glaube, ihr könnt es ahnen. Und ja, hier haben wir so ein paar goldene Details. Hier die Fahrzeughälften, die halt noch hier vorgucken. Das gefällt mir ganz gut. Die Brust allgemein gefällt mir ganz gut. Sonst, wie gesagt, wirkt halt die Figur an für sich einfach viel zu gedrungen. Ich finde, er hätte einfach einen längeren Oberkörper gebraucht. Längere Beine und halt die Arme so vielleicht ein bisschen anders positioniert. Denn im Film selber war er ja relativ schlank und hatte eine sehr humanoide Form, was hier halt ziemlich untergeht. Also hier wirkt er halt schon wirklich so ein bisschen mopsig. So leid es mir tut, aber der Kerl ist mopsig. Ihr seht hier dieses, also wirklich halt so ein paar, also, naja, ich denke, hätte man halt einfach mehr Wert auf die Proportionen gelegt, wäre meine Begeisterung für die Figur definitiv größer. Apropos größer, ich vergleiche nochmal hier mit Bumblebee, welcher ebenfalls ein Stückchen größer ist. Die Relation zu Bumblebee ist wiederum passender. Aber halt immer noch nicht optimal. So, dann wie gesagt, kommt Lockdown mit seinem Gewehr. Das hat eine Abschussfunktion, die ist aber nicht federgesteuert, sondern halt, ja, druckgesteuert. Das heißt, haltet ihr hier den Daumen dran zum Beispiel und hier die beiden Finger und drückt diese komplette graue Sektion runter. Dann feuert die Rakete ab. Ist okay. Bei manchen funktioniert das mit diesen Schusssystem ganz gut, hier funktioniert es mittelmäßig, aber an für sich ist es eine nette Idee. Die sind nicht mehr so anfällig wie jetzt hier die Sprungfedern. Und hier ist ein Pin, um die Waffe in die Hand der Figur zu legen. Das sieht dann so aus, hier ist zwar eine kleine Lücke, aber ja, dafür ein riesiges, langes Gewehr. Außerdem, was ich wirklich sehr toll finde, ist, dazu ist hier dieser Stift. Und hier diese Ritze. Denn man kann die Waffe
so wie im Film auf den Kopf setzen und ihm halt so mit seine Gesichtsknarre geben. Finde ich auch ein sehr nettes Feature. Aber wie gesagt, alles in allem wäre ich wirklich begeistert gewesen, hätte man diese Figur in der Voyager-Größenklasse designt und konzipiert. So ist es halt eine nette Figur, aber halt einfach viel zu klein. Und das ist halt wirklich sehr schade. Kurze Erklärung der Beweglichkeit noch. Wir haben ein Kugelgelenk im Kopf. Er kann den Kopf dadurch so ein bisschen vor und zurück und halt natürlich drehen. Dann haben wir ein Kugelgelenk in den Oberarm. Ein Scharniergelenk in den Ellenbogen. Kein Handgelenk, was halt eben durch die Anbringung der Unterarme an die Autotüren etwas schwerer ist. Wir haben ein Gelenk hier in den Oberschenkeln, ein einfaches Kniegelenk und halt auch noch transformationsbedingt ein Fußgelenk. Somit halt auch eine akzeptable Beweglichkeit. Nichts Überragendes, aber da habe ich jetzt keinen großen Grund zu meckern. Ist in Ordnung. Ich denke halt, wie gesagt, in der Voyager-Größe passend zu Optimus Prime wäre das eine verdammt großartige Figur gewesen. In Deluxe-Version immer noch okay, aber zu klein. Anders kann man es nicht sagen. Also da hat Hasbro wirklich so eine tolle Vorlage gehabt und hat das halt nicht wirklich im vollen Umfang ausgenutzt. Und das finde ich halt sehr schade. Es ist trotzdem eine spaßige Figur, aber wenn man die halt, ins Regal zu seinem Optimus Prime stellen will, um halt irgendwie Kampfszenen aus dem Film nachzustellen, wird man sich echt in den Hintern beißen, dass Hasbro hier einfach ein bisschen Sparmaßnahme betrieben hat. Sonst Farbe ist soweit in Ordnung. Viele finden halt diesen grau-braunen Ton nicht so schön. Ich kann damit leben. Komplett schwarz sieht wahrscheinlich noch ein bisschen cooler aus. Sonst hat man hier viele schöne silberne Details. Hier diese Stoßdämpfer in so einem Goldton. Und sonst habe ich da eigentlich nicht viel zu meckern, was Farbe und sowas angeht. Verarbeitung ist okay, die Gelenke sind okay, Transformation ist recht cool. Aber wie gesagt, der große Kritikpunkt ist einfach die Größe und der lässt sich leider nicht wegdiskutieren. Ich hoffe, hier legt Hasbro nochmal nach. Und ich hoffe, ihr legt nach mit Reviews und schaut noch ein paar andere Videos. Wie gesagt, den Link zum Shop von Actionfigure24 poste ich unten in die Videobeschreibung. Und schaut noch mal ein paar andere Videos rein. Wenn ihr auf der Gamescom wart, erzählt doch mal, wie ihr es fandet, was ihr besonders toll fandet. Und wenn ihr Transformers 4 gesehen habt, wie fandet ihr den Film, wie fandet ihr Lockdown und wie findet ihr die Figur? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war's auch schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblight.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. starblight.de. Von Nerds für Nerds.